Grüezi, ich bin Vreni Hubacher aus dem Appenzell Innerrhoden. Bald sind ja wieder Volksabstimmungen. Aber das ist mir egal. Das ist bei uns nämlich Männersache. Wir in Appenzell Innerrhoden haben ja gar nicht das Frauenstimmrecht wählen. Das ist in unserer Landsgemeinde nie angenommen worden. Aber der Bundesgericht hat gemeint, das sei verfassungswidrig und nein. Jetzt haben wir das Recht und wir dürfen abstimmen. Aber wir machen es nicht. 1990 war ein sehr wichtiges Jahr für uns, weil jeder verheiratete Mann hat ab dann zwei Stimmen bekommen. Das hat auch seine Vorteile für Frauen gehabt. Immerhin war es für Männer ein Anreiz, zum früh heiraten. So habe ich mein Hans Uli kennengelernt. Er hat in der Gesellschaft etwas bewirken und hat darum dringend eine Frau, also eine zweite Stimme, gebraucht. Und als Ätti senil geworden ist, hat er sogar eine dritte Stimme bekommen. Oh, apropos mein Mann. Ich muss ihm noch sein Biberli bringen. Da tue ich das arme Ritalin rein, damit er sich bei der Gemeindeversammlung nicht so aufregt. So, excuse, ich muss schöne Hinnig und nicht vergessen, immer schön Grüezi sagen.